Was geht ab, Wing Family? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Steven kopiert. Heute schätzt du falsch, musst du essen. Jeder von uns sucht sich gleich ein Gerät aus. Die anderen drei müssen dann an dem Gerät das Gewicht schätzen. Eins. Wer am weitesten entfernt ist, muss eins von diesen ekelnden Sachen essen. Schlucken. Man kann nicht runterschlucken. Wir legen direkt los. Fitness-Oscar und Fitnessquartier sind am Start. Ich würde sagen, auf die Plätze. Fertig. Let's go. So, meine lieben Freunde, ich habe keine Ahnung, was für ekelhafte Sachen ich hier zusammengestellt habe. Einmal auf jeden Fall Seetang in eine Stinkefrucht und noch ein paar eklige Sachen. Aber ich nehme natürlich das ekligste, was ich auf keinen Fall probieren möchte. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Hier sind Stücke drin. Aber kommen wir erstmal zu dem Gerät. Ich habe mich für das Guda-Gerät entschieden. Das ist dieses hier. Die Jungs sind alle sehr, sehr stark, was Fitness angeht. Deswegen würde ich eher das Gewicht so leicht wie möglich einstellen, sodass die richtig strugglen und richtig weit, weit entfernt davon sind. Ich glaube so 30 Kilo jeder ziehen können und denken, ist da überhaupt irgendetwas drauf? Ich glaube, wir holen uns den ersten mal rein. Oscar, zuerst bitte die Augen verdecken. Ich muss auch atmen können. Dann würde ich sagen, let's go. So, Freunde, Oscar sitzt am Gerät und hat jetzt 3 Wiederholungen, um dieses Gerät zu erraten. Wenn er es nicht errät und am weitesten entfernt ist, dann gibt es eine Strafe. Ja, warum musst du die Übung? Ich mache die hier nie. Ich habe gerade einen anderen Trainingsplan. Ist doch gut. Dann würde ich sagen, 3 Wiederholungen. Leg mal los. Oh. Jo, erste. Okay, das ist gar nicht so viel. Okay, was schätzt du? Wenig. Hast du schon so eine, so eine Richtung? Okay. Okay, ablassen. Ich schwanke zwischen... Warte, hier noch nicht, hier noch nicht. Hier, hier aufschreiben. Hier ist ein Stift. Oh. Der Stift ist weiß, Mann. Oh mein Gott, was redest was du? Was soll ich damit? So, jetzt haben wir einen normalen Stift. Schreib mal bitte auf, was du denkst. Also ich schätze, es sind 35 Kilo. Okay. Wir wollen den nächsten rein. Let's go. Meine Haare. Komm, komm, weiter, weiter. Ich du läufst nirgendwo gegen, Mann. Dann sag mir wenigstens, was ist das kleinste Gewicht, was es gibt. Nein. Ich brauch doch einen Haar. Hier, mach jetzt. Los jetzt. Ja. Erste Wiederholung. Zweite Wiederholung, dritte Wiederholung, vorbei. Eieiei, du hast ja gar nicht mit Gefühl gemacht. Guck mal, ich kann dir bei John Reed sagen, direkt machen. Ja. Hier kann ich nicht. Wir sind ja nicht bei John Reed. Ja, deshalb. Digga, das ist nicht fair, Steven. Doch, doch. 30 Kilo. John Reed wäre safe 30. Was denn? Hier ist safe so 15 oder so. Die ab. Du weißt doch. Willst du jetzt nochmal korrigieren? Hast du so Angst, das Eklige zu essen probieren? Ja. Rumdrehen, jetzt bücken, Seife aufheben. Oh, genau so. Nein, da musst du dich hinsetzen. Okay, let's go. Eins. Wie fühlt es sich an? Zwei. Schon 30 und 40 Kilo. Okay, und letzter. Oh, sogar mit einer anderen Ausführung. Bruder, du musst alles einmal ausdrücken. Wir haben ja richtig einen Genie. Aufstehen bitte. Oh, ich weiß, das ist nur eine Umlenkrolle. Deswegen kann es nicht mein Körpergewicht sein. Ich sag, es sind zwischen 30 und 40 Kilo, wie gesagt. Okay, bitte aufschreiben. Ich sag 35. Sehr gut. Wir haben die 3 Kandidaten jetzt hier am Start. Ich sag euch erstmal, um welche Strafe es geht, beziehungsweise was der Verlierer essen muss. Er hat schon so geguckt, er weiß ganz genau, was auf ihn zukommt. Ich bin ja nicht dumm. Nein. Ich bin ja nicht dumm. Ich habe natürlich das genommen, was ich am wenigsten essen wollen würde. Oder trinken. Oh, oh ey, Mann. Es gibt dieses Getränk. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Es ist so schwarz wie ich. Ich weiß echt nicht, was das ist. Gelee Drink. Mit Stückchen ist das. Also ein Shot davon. Da sind Würmer drin. Nein, 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 nein. 35 Kilo. Num hat 35 Kilo, Oscar. Ich sag auch 35. Auch 35. Und Armani hat? 30. Ich meine zwischen 30 und 40 mal. Ja, ja, das musst du auch sagen. Ich meine auch zwischen 30 und 40. Er ist der Sieger der Herzen. Deswegen, guck mal, wie er sich freut, Alter. Aber die Firma mit Shot. Mit Stücke aber, ne? Oh, die Stücke sind echt. Ey, wir haben gesagt, ein Shot. Doch, und jetzt. Oh, mit Stückchen. Mit Stückchen. Ich bin da blöd. Ich such mich wieder raus. Digga, das sieht aus wie abgestandenes Wasser. Schmeckt wie Pfützenwasser. Okay, ein Shot. Und? Das schmeckt wie süßer Schwarzding. Ja. Echt? Nicht eklig? Ich glaube, diese Stückchen sind einfach nur eklig, die da rumschwimmen. Irgendwie, wird es nur weird? Nein. Also ich würde das nicht freiwillig trinken und auch nicht kaufen. Nächste Runde. So, meine lieben Freunde, weil Arman diese Runde gewonnen hat, darf er als nächstes das Gerät aussuchen und wir gehen jetzt raus. So, Guys, ich bin die ganze Zeit am überlegen, was man machen kann. Aber da mein unterer Rücken so ein bisschen, ich sag mal, verletzt ist, mache ich jetzt eine Übung, wo der Unterrücken stark involviert ist, weil ich das nicht machen kann. Und dann bin ich schön raus aus der Sache. 30 Kilo pro Seite. Soll ich mal den ersten rein jetzt hier. Okay, Bro, I'm ready. Ja, Gewicht hast du mal Shrugs gemacht? Shrugs? Shrugs. Nee. So Nackenheben. Ah! Tschüss! Digga, wie viel ist das? Eins. Zwei. Und. Oh, das ist sehr, sehr schwer. Doch. Ich muss schon wirklich sagen, das war schon wirklich sehr, 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 sehr schwer. Weil ich ja lange kein Fitness mehr gemacht habe, auch wegen meiner Schulter und so. Übrigens,
Dieses coole Outfit gibt es bei Smilodogs zurzeit. Secret Sale, 50% sparen auf alles bei Smilodogs, also auch auf diese Sachen hier. Könnt ihr euch auf jeden Fall gönnen. Hier steht so schön Smilodogs drauf, richtig edel. Aber jetzt schätze ich mal, was da drauf steht. Steht dir übrigens exzellent, mein Lieber. Danke, mein Lieber. Ich bin der Meinung, das Gewicht war schwerer als ich auf jeden Fall, weil ich habe mich so fallen gelassen und das ist so mitgegangen. Und ich wiege so knapp 80 Kilogramm. Diesen Trick habe ich eben gerade von Num abgeguckt. Und deswegen sage ich, da sind 95. Was gerade keine 2,5. Das sind 90. Das sind 90. 90 logge ich ein. Wir holen den nächsten. Okay. Wir holen den. Ja, ist gut. Ah, drei. Drei. Mehr als 40 auf jeden Fall. Oh mein Gott. Ich schätze 50 bis 60. 60 Kilogramm, man. Alles klar. Ja, das war's. Take my hands off. Okay. Go. Das ist viel, Digga. Eins. Das ist safe über 50. Zwei. Aber es war noch nicht meine finale Antwort. Drei. Mann. Jetzt kannst du schätzen. Könnte sogar genau 50 sein. 50 für die Leute, was wäre das pro Seite? 15. 15 pro Seite. Also ich meinte ja safe über. Könnte auch 60 sein. 20, 20, 20. Ich sag 60. So, komm, ich hol ihn. P-Boys! Ah, worum geht's erstmal? Weil ich das nicht essen möchte, geht's hier rum. Aber ich will das auch nicht. Ja, und alle essen. Also ich habe gesagt, das Gewicht ist auf jeden Fall schwerer als ich selber. Ich wiege jetzt 82. Oh. Das heißt, ich habe gesagt 90 Kilo. Schlauer Mann. Das ist schon doll. 90 Kilo. Das ist schon viel, Mann. Sehr viel. Ich habe komplett daneben gedreht. Viel weiter als du weg von dir jenseits. Echt? Das ist okay. Also, es war auf jeden Fall mehr als Beatles machen konnte. Das habe ich gemerkt. Was? Mehr als Beatles? Digga, das heißt 90 Kilo. Er hat angewinkelt ein bisschen. Das nein, nein, ich habe das gemerkt. So. Okay. Also, ich denke, das waren 60 Kilo. Bruder, du brauchst 60. Digga, was war ich, Digga? Okay. Ich will dazu sagen, ihr müsst wissen, Num von Fitnessquartier, Fitness-Oscar und Steve hat gewonnen. Also nicht gewonnen, es sind 80 Kilo. Ja, Digga! Ja! Ja. Ihr habt Fitness im Namen, aber kennt genau gar nichts. Oh, jeder ein Ding, was? Mhm. Oh, mein Gott. Oh, Digga! Was? Oh, Mann. Die kann testen. Ihhh. Oh mein Gott. Oh no. Ja, und wann schmeckt das nach Fisch? Das schmeckt nach Fisch. Das riecht nicht so doll nach Fisch. Also ich hätte auch, vom Ding her hätte ich da reingebissen, aber so wie hier. Schmeckt wie Fisch mit Zucker. So Freunde, die beiden Verlierer haben jetzt aufgegessen. Das heißt, wir suchen uns jetzt den nächsten, der ein neues Gerät aussucht. Und zwar, jetzt ist Num weg. Num ist als nächstes dran, darf sich das Gerät aussuchen. Yes. Und wir müssen jetzt wieder erraten, was als nächstes an Gewichten drauf liegt. Sonst muss eine Strafe her. So meine lieben Freunde, bei diesem geilen Wetter hat man eigentlich nur zwei Optionen. Entweder man macht sich ein richtig geiles Clearway von MyProtein, falls es dann doch mal schneller gehen sollte. Das ist ja auch den Impact Whey Protein Shake mit 25 Gramm Protein. Also der gekühlt im Kühlschrank auf dem Balkon. Ihr habt keine Ahnung. Link in der Videobeschreibung. Gönnt euch. Es gibt 50% bei MyProtein. Code WingSteven. Ich genieße jetzt weiter. Viel Spaß weiter. Meine Freunde, it's my turn. Ihr wisst, ich liebe Bizepsübungen. Deswegen dachte ich mir, ich suche mir eine schöne Bizepsübung hier aus. So, ich habe mich jetzt für Curls am Kabel entschieden. Als Gewicht nehmen wir 65 Kilo. Ja, Bizeps. Oh mein Gott! Eins. Junge, ich hab keinen Fall. Zwei. Drei. Zu überlegen, Digga. Das war schwierig. Ich weiß, dass du das ganz normal immer machst auf Bizeps. Halt die Fresse, nein, mein. Das war schon sehr schwer. Ich bin der Meinung, es waren mehr als 50 Kilo. Ah, ich muss überlegen, warte. 70 kg. Egal, ich geh nur ein bisschen runter. 75 Kilo. Okay. Siehst du was? Nee. Komm. Das ist ein bisschen schwer, oder? Bizeps, ne? Du sollst nicht rücken machen. Boah, Digga! Alter! Alter! Eins. Zwei. Drei. Ja! Okay. Ich hatte erstmal so ein Gefühl, dass es ziemlich schwer ist, weil früher habe ich richtig schwer Bizeps trainiert, so. Da war mein Maximales, was ich so gezogen habe, ich glaube so 70, 80. Ja. Und das ist schon extrem, extrem schwer. Aber ich glaube, das geht auch so irgendwo in die Richtung, weil ich habe das auch hochgekriegt und mich gegengelegt, was hat mich nicht direkt gezogen. Das heißt, ich schätze irgendwo so 70, 80, vielleicht 85 Kilo. 85, ja. Manchmal ist das Erste, was man als Bauchgefühl hat, genau das Richtige. Und dabei bleibe ich auch. Okay, let's go.
Oha, das ist viel. Das würde ich, glaube ich, nicht mal so trainieren. Okay, oh. Eins. Zwei. Locker flockig. Ist schon schwer. Das ist schwer, Mann. Es war auf jeden Fall schwer. Wieder mehr als 50. Oh, 70. Ich weiß nicht, ob ich 70 hochkriege. Aber 60 hatten wir eben. Aber vielleicht hast du so gedacht, 60 haben wir eben, darauf kommen die nicht. Deswegen nehme ich jetzt 60. Deswegen sage ich 60. Einfach. Okay. Alles klar, sind wir durch. So, das war ja B-Tips, Kurt am Kabelturm, habt ihr gemerkt? Ja. Also die Strafe ist erstmal das hier. Durians, Digga, darauf habe ich gar keinen Bock, Digga. Was so eklig ist. Das ist ein Teil sogar verboten, mit in den Bar zu nehmen, weil das so stimmt, Alter. Also, was habt ihr? Ich hab 60 getippt. Okay. 60? Safe mehr. 60. Ich hab 65 Kilo. Was? Ich hatte erstmal 70. Aber ich hab sogar noch. Ich glaube, es ist noch mehr. Das ist mehr. Ich will nicht jedes Mal verlieren. 85 Kilo. 85. 85 Kilo. Das ist ein bisschen viel, ne? Nein, das sind 85 Kilo. 65. Ja! Ja! Punktlandung. Jedes Mal Punktlandung. Jedes Mal? Du! Digga, das ist so eklig, Zeug. Früher, Bizeps Curl, 75 oder so auf, ne, auf Reps gemacht. Und ich dachte jetzt, wo ich so lange nicht mehr trainiert habe aufgrund meiner Schulter, ist alles viel, viel schwerer. Aber ich habe mich anscheinend getäuscht. Oh Mann. Und ist nochmal verpackt? Ja. Ja? Oh. Wie oft? Ja. Ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, die können Süßigkeiten nicht eklig machen. Oder? Doch. Oh. Oh. Was ist das hier? Was? Das sieht echt Bauchschmerzen aus. Schokolade aus. Aus, sieht aus, aus wie... Oh, jetzt stinkt das. Ja, oh, ich hab das schon gerochen. Oh mein Gott. Kannst du doch nicht weglaufen, muss das essen, Junge. Das ganze Ding. Ey, ich beleidige meine Nation. Das ist vietnamesisch. Das ist vietnamesische Süßigkeit, Mann. Beleidigst du das, beleidigst du mich. Schluck, man kann sich runterschlucken. Schluck. Es ist nicht der Geschmack, es ist der Geruch. Weil wenn du ausatmest, dann stinkt das. Ich will es nicht probieren. Ich bin jetzt dran und dadurch, dass es mein Gym ist, kenne ich natürlich die Geheimtricks hier und ich werde die Jungs eine Übung machen lassen, die die noch nie gemacht haben, weil man kann es nicht überall so in jedem Gym so machen, sondern nur bei mir, weil ich Gelenke habe und die werden dann Brustpresse hier dran machen lassen und das ist ganz anders vom Gewicht her als so eine Brustmaschine, die man aus dem Gym kennt. Wer mich kennt, weil das Video, was Steven gerade dreht, ist ja vom ersten Muskel. Dort ist ziemlich gut abgegangen, deswegen drehen wir es wieder. Wer mich kennt, wer das Video gesehen hat, weiß, dass ich immer krumme Gewichte benutze, weil die sind schwer einzuschätzen und will nicht, dass Arman alles immer richtig schätzt, weil die Zahl kann der nie treffen. Deswegen habe ich hier diese kleinen auch benutzt. Und zwar haben wir hier 10, 12,5, 13,75 Kilo pro Seite. Wie viel das insgesamt sind, keine Ahnung. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Scharfe Knoblauchdinger und scharfe Fischdinger. Ich hole mal den ersten Kandidaten. Eins. Oh, sieht auf jeden Fall nice aus. Die Übung muss ich mir merken. Hey, zwei, zwei, drei. Hebelarm berechnen. Aufgrund des Hebelarms kann es nicht übertrieben viel sein. Und maximal 15 Kilo, ich denke so um die 10. 10 Kilo pro Seite, okay. Dann machst du den nächsten Punkt. Ich mache das Setup hier. Eins, zwei. Schwierig. Ich würde dann überlegen 20 Kilo, aber dafür war es vielleicht schon ein bisschen zu leicht. Ich nehme 15. Einmal bitte Wer wird Millionär Musik. Ich weiß, dass ich mir den Punkt hole wieder. Hä? Concentration. Okay, zwei halbe geht auch. Also ich finde es ziemlich einfach eigentlich so. Okay. Also es war leicht zu rauszuheben so. Okay. Es war nicht schwer, deswegen glaube ich, ich habe so zwischen 15 und 12,5 so ein bisschen gestruggelt. Mhm. Aber ich weiß gar nicht, ob Oscar 2,5 hat. Deswegen bin ich mir ein bisschen unsicher, ob ich 15 oder 20 ist zu, 20 ist zu viel. Also entweder sind es 10 oder 15. Oder halt irgendwo halbe rausgeholt. 12,5, wenn ich einen halb nehme und irgendeiner von den 10 und der andere 15, dann bin ich gut dabei. Mhm. Aber wenn er keine halben hat, dann bin ich... Egal, ich nehme trotzdem. Pro Seite. Okay. Du hast dich am schlechtesten gefühlt, deswegen solltest du anfangen. Was hast du getippt? Ich
konnte es halt gar nicht einschätzen, 15 Kilo. Ich hatte erstmal 20, aber dann dachte ich... Pro Seite oder insgesamt? Pro Seite. Pro Seite. Also einer Seite pro Seite. 15 Kilo. Okay, kannst du kurz machen, weil dann würde ich was erklären. Also aufgrund des Hebearms, ich habe so geschätzt so 30 cm ungefähr, kann es nicht so viel sein. Was? Was? Ja, okay. Es hängt ja an einem bestimmten Punkt, weißt du, was resultiert hier. Ja, okay. Deswegen denke ich, dass es 10 Kilo sind. Oskar, was habe ich erklärt? Dein Trick ist aufgegangen. Mein Trick ist aufgegangen, Freunde. Glaube ich bis jetzt jedenfalls, weil ich habe gesagt, der eine wird 10 nehmen, der andere 15 und wenn ich in der Mitte bin... Oh. Andersrum. Ich habe auf jeden Fall 12,5 Kilo. Oh, das hatte ich auch einfach. Geht doch, weil ich nicht wusste, doch, aber er hat jetzt mal einmal. Ah, oh mein Gott. Wie die sind. Also, okay. Ihr kennt mich, bei mir gibt es mal eine extra Wurst. Ja. Keiner von euch hat recht. 13,75. Ja. Wow, was ist jetzt bloß, Digga? Ich muss. 13,75. Meine Taktik ist so aufgegangen, Digga. Ich wusste, dass wenn ich zwischen den beiden bin. Ja! Warte. Das sieht aus wie Nicknacks. Ja, die soll ich zum ersten Mal hier? Die stinken. Nom ist einfach zu stark, er hat immer weniger geschätzt. Das riecht aber lecker. Willst du ein bisschen lecker? Deswegen habe ich beide gesagt, damit es nicht zu lecker ist. Ja, was eine Strafe, Alter. Aber ich finde, das riecht nicht so gut. Da macht er den Arm. Ich glaube aber nicht. Was ist das? Fisch, ne? Oh, Seafisch. Das riecht auch so. So, meine lieben Freunde, das war's gewesen mit dem Video. Etwas sportlicher heute. Den Smilodogs-Link findet ihr in der Videobeschreibung. Oskar hat auch, glaube ich, Smilodogs-Sachen an. Könnt ihr euch noch gönnen. Secret Sale. Letzter Tag heute. 50% sparen. Die Jungs haben auch ein Video rausgehauen. Fitnessquartier und Fitness-Oskar. Beides wieder sehr, sehr lustige, sage ich mal, Videos. Deswegen schaut sie euch gerne auch an. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es dann irgendwann mal wieder heißt. Steam kopiert. Wir sehen uns, Freunde. Peace. Ist noch nicht mehr drauf, ne? Ja. Ja, das ist immer nicht drauf. Ja, sobald man selbstbewusst gegessen. Ja. Und immer, wenn man auf diesen roten Knopf drückt, kommt dann noch diese letzte... Ist doch eklig. Ja, wenn nur eine halbe Packung ist. Ja. Warum isst du dann eine halbe Packung? Irgendwie schmecken die auch ein bisschen.